Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das süße Buch Kleines Schaf und Großer Wolf näher zeigen. Das Buch hat 32 dünne Seiten, kostet 12,90 Euro und wird für 5- bis 8-Jährige empfohlen. Davon gibt es übrigens auch ein zweites Band, das heißt Kleines Schaf und Große Wölfe. Das verlinke ich euch alles wie immer in der Infobox. Ja, wie man dem Titel entnehmen kann, geht es in dieser süßen Geschichte um ein kleines Schaf, das plötzlich eines Tages, um der Kälte zu entgehen, vor der Tür des großen Wolf steht und um Einlass bittet, weil es eben friert. Und der Wolf freut sich sehr darüber und lässt das Schäfchen herein, weil sein Lieblingsgericht und Eintopf mit Fleisch ist und er das Schäfchen ja essen möchte. Genau, da möchte er da eben das Schäfchen kochen. Und lässt es erstmal hier auftauen, weil das Schäfchen sich beklagt, dass es ja verfroren ist. Doch als er das Schäfchen dann eben essen möchte, ist es, wie gesagt, zunächst erstmal verfroren. Dann hat es Schluck auf, dann schläft es ein. Und als der Wolf schon nicht länger aushält vor Hunger, küsst ihn das Schäfchen auch noch auf die Backe. Und dieses schöne Gefühl, was der Wolf da daraufhin hat, überwältigt ihn und er bringt es nicht übers Herz, das Schäfchen zu essen. Also beschließt er, das Schäfchen lieber wegzuschicken, bevor er es aufessen kann. Doch dann macht er sich so große Sorgen um das Schaf, dass er nach ihm suchen geht. Und leider kann er es nirgends finden und kehrt traurig zurück, als das Schäfchen schon auf ihn wartet und sie gemeinsam eine köstliche Gemüsesuppe genießen. Ja, ich fand das Buch richtig zauberhaft. Ist einfach eine zuckersüße Geschichte. Wirklich schön und auch oft witzig. Die Freundschaft zwischen den Charakteren ist auch eher ungewöhnlich und damit interessant. Und die Bilder sind ebenfalls sehr passend gestaltet, finde ich. Alles in allem ein sehr empfehlenswertes und unterhaltsames Kinderbuch, das öfter gelesen werden kann. Und weil ich solche Bücher sehr gerne habe, die ich öfter lesen kann mit den Kindern, wollte ich euch auch dieses unbedingt zeigen. Das habe ich in der Bücherei entdeckt und fand es einfach zauberhaft. Wie macht ihr das jetzt eigentlich, wenn die Büchereien alle zu sind? Also ich habe das schon vor dem Lockdown ausgeliehen. Das heißt, wir können das die ganze Zeit lesen und genießen erstmal, aber so langsam gehen einem die Bücher aus. Ich tausche da gerne noch mit meinen Freundinnen. Wie macht ihr das jetzt mit den Büchern oder kauft ihr immer neue? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben!